Bei der Explosion eines Einfamilienhauses in Kalbe ist vermutlich einer der beiden Bewohner ums Leben gekommen. Die Explosion war am Donnerstagabend nach Angaben eines Feuerwehrsprechers kilometerweit zu hören. Für die umliegenden Nachbarn war es ein großer Schreck. Ich stand in der Küche, es hat einmal heftig geknallt und dann war das Haus unserer Nachbarn in Trümmern und brannte. Ich war eigentlich relativ unter Schock, weil ich nur gedacht habe, oh Gott, sind unsere Nachbarn da noch drin. Auch die Einsatzkräfte waren erstaunt über das Ausmaß der Explosion. Den Rettungskräften von Feuerwehr und Polizei bot sich vor Ort ein erschreckendes Bild. Meine Kollegen sprachen von einem Trümmerfeld. Offensichtlich war ein Wohnhaus durch eine Explosion, es war ein relativ neues Wohnhaus, ungefähr 3 bis 4 Jahre alt, komplett zerstört worden. In der Nachbarschaft lagen viele Trümmerteile herum, sodass auch Nachbarhäuser und auch andere Autos beschädigt worden waren. Polizei und Rettungskräfte haben zunächst vermutet, dass sich zum Unglückszeitpunkt niemand in dem Haus befand. Und haben dann sofort Kontakt aufgenommen mit der Besitzerin dieses Hauses. Sie arbeitete in Hamburg und ist dann schnellstmöglich zur Unglücksstelle geeilt. Dort ist sie empfangen worden von einem Seelsorger und auch von einer Kollegin. Man hat sich ihrer angenommen und auch da vor Ort schon Gespräche geführt, was Hintergrund dieses Unglücksfalls war. Dann hieß es, es wäre möglich, dass ihr Lebenspartner sich noch in der Wohnung befunden hätte. Das ist im Moment auch zu befürchten, dass es tatsächlich so gewesen ist. Denn in den noch brennenden Trümmerteilen wurde die Leiche eines Mannes gefunden. Ob es sich tatsächlich um den Lebenspartner der Hausbesitzerin handelt, sollen DNA-Proben beweisen. Die Ursache der Explosion war am Freitagmorgen weiter unklar. Die Feuerwehr bemerkte nach eigenen Angaben keinen Gasgeruch. Bis in die frühen Morgenstunden waren die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.